Rückzug. Aber es gibt gut Gold, gibt gute Erfahrungspunkte. Und jetzt mit den neuen Zaubern klappt das auch ganz gut, solange wir halt Zauberpunkte haben. Die sind aber noch viel zu schnell weg, weil wir halt nicht so den Fokus auf Meditation gelegt haben. Sollten wir nachholen und da einen Expertenlehrer finden. So, und da hinten sind noch viel mehr Goblins, aber ich will erstmal ganz kurz gucken, was hier ist. Noch mehr Goblins. Hey, schön für die Abwechslung. Wir haben rechts einen Tunnel voll Goblins und wir haben links einen Tunnel voll Goblins. Oh, okay. Und Rüsselfledermäuser. Du, heil dich mal bitte. Kaputt. Okay. Kaputt. Ihr habt mich schon mal krank gemacht. Geh weg. Geh weg. Und Talana ist umgekippt. Stopp. Wir wollen keine Erfahrungspunkte verpassen. Geschafft. So. Also, der Tunnel ist für den Anfang frei. Und der hier auch, denn wir haben grünes Licht. Schlafen. Auge. Sehen. Oh, nochmal singen. Oh, und da hinten sehe ich noch mehr Gänge auf der Minimap. Na komm. Oh, hey! Ich habe langsam den Verdacht, die schleichen sich echt immer wieder an, weil eigentlich hätten von da keiner kommen können. Gib ihm. Oh, viele Monsterrappen. Du heil mal bitte, Mürrm. Erste Hilfe, Mürrm. Oh, das macht gar nicht mehr so viel. Zumal die Heilzauber auch einen festen Wert haben. Also der jedenfalls. Das heißt, er heilt nicht mehr, wenn man mehr Punkte in Körpermagie hat. Das kommt erst später. Der hier heilt, glaube ich, immer 5 Trefferpunkte oder so. Hey, ja, jetzt ist Lay umgekippt. Wir haben kein Essen mehr. Das ist nicht so schön. Das heißt, wir müssen uns abermals zurückziehen. Die Tunnel scheinen doch schon ziemlich lang zu sein. Ich überlege mir gerade, ob wir nicht jetzt doch demnächst mal nach Ivanfist gehen sollten. Weil hier haben wir das Gröbste erledigt, oder? Was haben wir noch so an Aufträgen? Bring Zulmans Brief zu Regent Wilbur Humphrey in Burg Ivanfist. Mhm. Ja, beschaffe das Geläut der Harmonie aus dem Tempel von Bar. Das ist nicht hier. Beschaffe den Kerzenleuchter aus dem verlassenen Tempel. Oh, das müssen wir noch machen. Stimmt. Und die Spinnenkönigin und... Okay. So viel dazu. Flötenspielerin wollen wir nicht. Knappe könnte interessant sein. Forscher. Schön, dass du da bist. Betteln? Sie musste sich gerade die Zunge beißen, damit sie den Doc hier nicht verflucht. Was machst du denn? Alle Reisen dauern einen Tag weniger. Nö. Das will ich gar nicht. Sieh dich ruhig um. Kaufen. Ich hätte gerne lieber leere Flaschen. Na gut. Hallo, komm herein. Essen, schlafen. Kann weg. Kann weg. Kenn ich nicht. Kennen wir nicht. Jo, das müsste mal alles weg. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg, 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 weg. Bis demnächst. Sind
Weg, 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 weg. So, du hast nur Dolche. Die Waffen bitte nicht anfassen. Du hast einen Beschützerhelm. Der wird gekauft. Verstärktes Leder. Fehlt noch einer von euch verstärktes Leder? Ja, dir. Kauf bitte das da. So. Helm bekommt wer? Ich denke mal Talana, ne? Sie ist ja unser schwächstes Mitglied. So. ja. Wir gehen mal zurück in Richtung Goblinwacht und gucken nicht alle auf Talana sehen. Da ist noch ein Goblin, der kann aber liegen bleiben. So, Buffs nicht vergessen. Magisches Auge. Segen. Rein da. Linksrum. Noch ein Segen. Und hier durch. Und dann die Tunnel leer machen. Wobei wir dafür jetzt nicht wirklich einen Auftrag haben. Aber da wird bestimmt irgendwas zu holen sein. Also abgesehen von den ganzen Erfahrungspunkten für die Goblins und das Gold von den Goblins und so Zeug. Oh. Na komm schon, König, stirb. Sehr schön. Lederrüstung. Okay. Schon wieder ein König. Ich habe echt viele Goblin-Könige hier. Stelle ich mir persönlich ein wenig kompliziert vor. Aber ihr macht das schon. Zauberpunkte wieder alle. Also das Ganze wird sich jetzt ziehen. Du hast einen Dolch, du hast einen Hammer. Ja, eigentlich könnte die auch ganz gut treffen. Mit Segen. Oh. Du. Heil dich. Und sie wird gewonnen. Ja, okay, sie war schon weit unten, aber trotzdem gerade hochgehalten. Dann das ist ein bisschen unpassend. Müssen wir schon weiter hoch zum Schlafen, denke ich. Hier. Okay. Auge. Nam, 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 nam. Okay. Da ist einer. Und das fehlen noch ein paar Segen. Du, Segen, da. Weg, 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 weg. So, König. Jetzt sagt mir bitte, wo diese Gänge hinführen. Zu einem großen, runden Raum voller Rüsselfledermäuse. Lauf, 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 lauf. Die sind ganz schön flott. Und wir laufen rückwärts definitiv langsamer. Was aber auch ganz gut so ist, sonst könnten wir halt durch ihn schießen, ne? Oh, 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 oh. Okay, machbar, sehr machbar. Und gewutscht. Gleiches Spiel nochmal. Aber ich glaube, der Raum da hinten dürfte jetzt leer sein. Kommst mit, 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 mit. Mit. Ist nur die Frage, ob das der letzte Raum war oder ob es hinterher gleich weitergeht. Gold ist schon mal gut. Ja,
Hier scheint es weiterzugehen. Kenn ich nicht. Ein Zauberstab. Gold, Gold. Oh, hier scheint es auch weiterzugehen. Aber es führt in denselben Bereich. Okay. Vielleicht kommen wir gleich in Burg Ironfist raus, wenn wir den Tunnel hier weiterfolgen. Und ein Raum voller Ratten. Nach einem Raum voller Rüsselfledermäuse. Was kommt als nächstes? Ja, wirklich viel mehr haben wir hier nicht gesehen. Goblins, Rüsselfledermäuse und Ratten bisher. Weg, 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 weg. Du Sieg Nummer 7. Genau, und gleich getroffen für einen Schadenspunkt. Und ich selber auch. So. Du, durchsuch mal die Leichen nach Ringen und dergleichen. Nix. Na komm schon, ich sehe da hinten einen Gang, der anders aussieht als die Gänge zuvor. Oh, du bist eine Monsterratte. Die halten gut was aus. Oder auch nicht. So, kein Gold. Nur eine Nische. Und da hinten ist wieder ein künstlich angelegter Gang. Jedenfalls sieht er auf der Minimap so aus. Wow, okay. Ich habe nur die Kiste gesehen und wollte reinlaufen. Ich glaube, das war beabsichtigt. Also das Abenteuer, die Kiste sehen, dann von allen Seiten von Ratten gesprungen werden. Tod durch Ratte ist nicht so wirklich heldenhafter. Auch wenn es ein ganzer Schwarm von Ratten wäre. Ah. Du noch weg. Du noch weg. Dann gib mir die Kiste. Nix, nix. Kiste. 300 Gold. Aha. Handaxt. Eine Rüstung, die wir uns gerade gekauft haben und Stiefel, die Glück bringen. Besser als Stiefel, die nichts bringen und besser als keine Stiefel. So, das war jetzt die erste Seite mit dem sehr langen Gang mit den Lagerfeuern hier. Gucken wir auf die andere. Schlafen wir mal vorher. Wenn wir mehr Zauberpunkte haben und das Ganze ein bisschen flüssiger geht. Warum ist da noch einer hinter uns? Du. So, Waffen. Du, Segen, geh rüber. Ja, sehr schön. Gut. Segen, rüber. Magisches Auge haben wir schon. Leichen durchsuchen mit den neuen Glücksschuhen nicht vergessen. Und du segnest derweil weiter. Aber trotzdem recht komisch. Also, ich hätte irgendwie erwartet, dass hier sehr lange Tunnel sind und die führen irgendwo in eine Goblin-Stadt oder einen anderen Ausgang oder was auch immer. Weil dann würde es Sinn machen. Dann haben die Goblins den Tunnel gegraben in das Schloss hier und haben dann nach und nach das Schloss übernommen. Aber so sieht es eher andersrum aus. Dass sie aus dem Schloss den Tunnel gegraben haben bis zu einem Ende und dann eine Kiste hingestellt. Aber ja, sind Goblins, die machen halt komische Sachen. So, du noch einmal segnen. Da, Goblins. Ein Ticken hier rankommen lassen, sonst weichen die zu viel aus. So. Weg, 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 weg. So. Tot, sehr schön. Auf der Seite sind schon mal keine Goblin-Könige bisher. Das könnte das Vorankommen dezent beschleunigen. Dafür sehr viele Rüssel wieder mal so.
Lauf mal ein bisschen vorwärts. Du Auge. So, einfach in die Masse reinhalten. Irgendwas trifft ihr schon mit euren beiden Bögen. Jo, jo. Zwei Schuss, zwei Treffer, zwei Tote. Zwei Schuss, ein Treffer, ein Toter. Zwei Schuss, ein Treffer, ein Toter. Das geht sich echt gut auf. So, jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ach, ihr seid nur noch drei. Okay. Na dann. Nur Missgang. Das ist nicht schön. Aber ich hoffe ja mal, dass wir eh gleich durch sind hiermit. Und uns dann dem Tempel zuwenden können. Die Krankheit ist ja nicht mehr so wirklich ein Problem wie am Anfang. Ich meine, wir haben schon 5000 Gold. Ist nicht schlecht. Also für den Anfang. Da sind jetzt die 40 Gold oder 60 Gold, um Krankheit heilen zu verkraften, würde ich sagen. Oh, eine Kiste. Der Gang war dezent kürzer als der andere. So. Du. Kiste. Gold, 10 auf alle Resistenzen. Das ist schick. Kenn ich nicht. Und ein Ring, der definitiv verzaubert ist, sonst würde ich ihn kennen. So, weg, weg. Ah. Weg. Und raus hier. Wir haben erfolgreich die Goblinwacht geplündert. Bis zum letzten Tropfen. Und fast 6000 Gold gemacht. Noch eine Erfahrungsstufe? Jo, und noch eine Erfahrungsstufe. Sehr schön. Das heißt, Essen holen, nee, stopp. Tempel, Essen holen, schlafen, Sachen verkaufen, Trainingshalle. Einmal die Shops abklappern, ob irgendwas Neues da ist. Tränke kaufen. Oder halt leere Flaschen. Und dann können wir uns den Tempel nochmal genauer angucken. Da, wo die Kobras drin waren. Das ist, ja. So, hier. Raus. Gut, aber jetzt speichere ich erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.